Gedeckt von ihrem Mutterkonzern, der Schweizer Post, hat die Postauto mit Schattenrechnungen rund 100 Millionen Franken Subventionen ertrugen. Ja, und darum steht jetzt ja auch ein Namenswechsel an, ein sogenanntes Rebranding von Postauto zu Postklauto. Gut, ja, man hätte jetzt schon früher können drauf kommen, dass die fett abkassieren bei diesen Postauto. Gut, man muss sagen, die gute Nachricht ist ja, die Post hat jetzt all das Geld wieder drin, das er beim Millionenraub vor ein paar Jahren geklaut worden ist. Wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung musste Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz in Untersuchungshaft. Gut, aber das ist jetzt wirklich nicht ganz fair. Andere Banken deklarieren das, was ihre CEOs klauen, einfach als Salär.